Gute, ihr lieben Makerlein. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An alle, die neu dazugekommen sind, ein herzliches Willkommen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr ab sofort kein weiteres Video mehr von uns verpasst. Damit auch erstmal genug gesagt, starten wir gleich durch und schauen uns mal an, was ich hier aufgebaut habe. Ich habe nämlich von 3 verschiedenen Silky-Filamenten entsprechend jeweils 2 Testobjekte gedruckt und alle mal entsprechend für euch zum Vergleich hier aufgebaut. Wie gesagt, sind das alles PLA-Silky-Filamente, die auch ungefähr die gleiche Farbe haben. Ungefähr deswegen, während es noch beim 3D-Experten und beim Goethes jeweils noch einen Rotton gibt, gibt es beim Form Futura leider nur einen Orange- oder einen Pinkton. Genau. Ich habe die Testobjekte auch alle auf dem CRC mit einer Spiegelplatte gedruckt, also alle auf dem gleichen Drucker und alle fast mit den gleichen Einstellungen, denn wer ein bisschen genauer hinguckt, wird sehen, dass die Banshee, die ich mit dem Form Futura Filament gedruckt habe und die Banshee, die ich mit dem 3D-Experten oder mit dem Goethes Filament gedruckt habe, dass die ein bisschen sich unterscheiden in Bezug auf Strain. Das hat damit zu tun, nicht, dass das Form Futura jetzt schlechter druckt als die anderen, sondern einfach nur deswegen, dass ich da noch ein bisschen an den Retraction Settings rumgeschraubt habe. Einfach mal, um zu gucken, wie weit muss ich von den normalen PLA Settings weg, damit ich das Stringing in den Griff kriege. Was ist aber jetzt eigentlich ein Silky-Filament? Naja, im Grunde genommen ist ein Silky-Filament eigentlich erstmal ein ganz normales PLA, wo dann entsprechend ein Polyestergemisch noch beigemischt wird. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die meisten Silky-Filamente aus 60-75% PLA und ca. 25% Polyester oder einem Polyestergemisch bestehen. Und durch dieses Polyestergemisch kommt dann entsprechend auch der seidige Glanz zustande. Über die genaue Zusammensetzung von so einem Gemisch, wie zum Beispiel bei Form Futura, weiß man nicht genau Bescheid. Der Hersteller gibt selbst nur an 75% PLA und 25% Geschäftsgeheimnis. Die Farbe ist für mich mit das wichtigste Kriterium, wenn ich mich für ein Filament entscheiden muss. Und da geht der Punkt ganz eindeutig an 3D-Experten. Denn neben diesem kräftigen Rot bieten sie noch weitere intensive Farben wie Gelb, Blau, Lila, Grün und sogar einen Gold-, Silber- und Kupferton an, die ihresgleichen suchen. Gerade der Kupferton hat im Internet fast schon einen richtigen Hype ausgelöst. Aber wie sieht jetzt die Farbpalette bei den anderen beiden Herstellern aus? Während wir bei Goethes entsprechend alle Standardfarben bekommen und noch zusätzlich einen richtig schönen Goldton, kriegen wir bei Form Futura leider nur 5 verschiedene Farben. Nicht, dass die Farben nicht cool werden und nicht schön aussehen. Es sind sehr individuelle Farben und sie gefallen mir alle richtig gut. Aber die größte Farbvielfalt bietet immer noch 3D-Experten an. Die schönste Farbe nutzt jedoch nichts, wenn sich das Filament nicht drucken lässt oder wenn die Qualität nicht stimmt. Und daher die Frage, wie lassen sich die Filamente denn drucken? Insgesamt muss man einfach sagen, dass alle 3 Filamente sich wunderbar mit den Standard-PLA-Settings drucken lassen. Man muss dann zwar mit ein wenig Stringing rechnen, jedoch ist das relativ schnell behoben, wenn man wie ich hier an den Rejection-Settings noch ein wenig rumoptimiert. Man kann hier klar und deutlich erkennen, dass der Unterschied zwischen 3D-Experten und Form Futura ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Final lässt sich sagen, dass alle 3 getesteten Filamente sich sehr gut drucken lassen und euren Druckobjekten den letzten Schliff verpassen können. Die hier gezeigten Druckeinstellungen packe ich euch unten in die Videobeschreibung, genauso wie die Links zu den Produkten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Wenn ihr auf die Form Next dieses Jahr kommt, seid ihr herzlich eingeladen, mit uns über die Form Next zu gehen oder anschließend auf einen Umtrunk bei uns hier bei Makorama im Hauptquartier vorbeizukommen. Den Link zu dem Meetup packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch ein druckreiches Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Happy Printing!